Ex-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner kann sich freuen. Ihre konservative ÖVP liegt bei der Landtagswahl in Niederösterreich vorn. Die Partei kann ihre absolute Mehrheit verteidigen. Der zweite Platz geht laut Hochrechnung an die Sozialdemokraten der SPÖ. Mit in den Landtag einziehen werden auch die Grünen und die liberalen Neos. Die rechte FPÖ legte deutlich zu und kann sogar mit der Verdoppelung ihrer Mandate rechnen. Und das trotz der Verwicklung ihres Spitzenkandidaten Udo Landbauer in einen Skandal um Nazi-Lieder in seiner Burschenschaft. Am Freitag hatten sich Tausende in Wien versammelt, um gegen den FPÖ-Akademikerball der Burschenschaften und den umstrittenen Kandidaten zu protestieren.